Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motormafia. Heute wieder zum Mittwoch, Erklärbär-Mittwoch. Und ja, wir schreiben früh 8:30 zumindest bei uns. Da haben wir nämlich noch ein kleines bisschen Ruhe und können mal so ein klein wenig auf eure Kommentare von den Wochenendvideos eingehen. Wir hatten zum einen das Video Verkehrskontrolle, Thema Audi R6. Sind wir Schwerverbrecher, sind wir keine Schwerverbrecher? Mega interessant, was dort für Kommentare zustande gekommen sind. Und natürlich aber, für mich viel, viel wichtiger, ist natürlich das Thema Golf 8R, R510 oder als R510-Projekt getarnt, in dem Falle R600. Wir gehen direkt mal in den ersten Kommentar für den Freitagsvideo rein. Und zwar der Matze 1887 schreibt, mal angenommen, dein Dämpfer ist defekt und er hätte deswegen trotz Eintragung geschliffen. Was wäre dann? Ja, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Denn ich glaube, dass viele einfach gar nicht so das Verständnis haben, was bei so einer Abnahme wirklich geprüft wird. Und wie das Thema Fahrwerk an und für sich aufgebaut ist. Wir können uns das eigentlich hier direkt angucken. Also, wir sehen hier unseren Dämpfer, wir sehen hier unsere Feder und wir sehen hier unsere Staubschutzhülle. So, und hier unten drunter haben wir bei unseren Tuning-Fahrwerken oder oftmals eigentlich in ganz, ganz großen Fällen auch bei unseren Serienfahrzeugen haben wir dort sogenannte Anschlagspuffer, ja, oder auch Federwegsbegrenzer genannt. Das heißt, in dem Moment, wo der TÜV-Prüfer da ist und das Fahrwerk auf korrekten Einbau, auf korrekte Einbauhöhe prüft, prüft dann natürlich auch, was passiert, wenn ich das Fahrzeug maximal verschränke. Da haben wir übrigens hier hinten solche mega coolen Rampen hängen. Ja. Und da kommt eins von links, von rechts unter das Rad und das andere gegenüberliegend hinten. Das heißt sozusagen, wir verspannen das Fahrzeug einmal komplett über die Diagonale, sodass quasi die Radlast in dem Moment maximale Last beträgt. Könnt ihr euch, denke ich, ganz gut vorstellen. Und in dem Moment passiert Folgendes, unser Fahrwerk geht komplett auf Block. Auf Block heißt sozusagen, unser Dämpfer und unsere Feder wird komplett überwunden. Und es hält dann einzig und allein der Abstand zwischen dem Domlager, hart gesprochen, und dem Federwegsbegrenzer zum Anschlag Stoßdämpfer. Genau. Das ist das Einzige, was dann wirklich das Fahrwerk ins Niveau bringt. Ich hoffe, ich hab's verständlich ausgedrückt, ja. Und demzufolge kann es über dieses Maß nicht drüber rausgehen, es sei denn, unsere Federwegsbegrenzer sind zerstört, fallen raus, aber dann müssten natürlich sehr, sehr viele Probleme zusammenkommen. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, wie bei einem Serienfahrzeug, wenn so eine Feder bricht, ist ja mal gang und gäbe, dass das Fahrzeug trotzdem immer noch rollbar bleibt. Und das ist ja das, was auch in dem Moment die Prüforganisation prüft, egal ob TÜV oder DEKRA, die prüfen, was passiert, wenn das Fahrzeug im absoluten Notlaufmodus ist, wir haben eine gebrochene Feder, wir haben einen geplatzten Dämpfer, ist das Fahrzeug trotzdem noch fahrbar oder schleifen die Räder an der Karosserie? So, wie gesagt, bei unserem Auto ist halt alles ordentlich verschränkt und abgenommen worden. Das, wie gesagt, dass die alten Spuren sind, wie sie sind, das war meine eigene Schuld, das war dusselig, da bin ich bei euch. Ja, aber ansonsten, wenn es abgenommen ist, ist abgenommen. Und ich glaube, heutzutage würde ich tatsächlich vorsichtig behaupten, lehnt sich auch kein Prüfer mehr raus, vor allem hier in unserer Region, und macht hier irgendwelche wilden Harakiri-Sachen. Ja, es haben ja einige auch geschrieben, dass der ein oder andere Officer da vielleicht auch ein kleines bisschen bekannter ist. Also versteht mich nicht falsch, es hat auch alles seine Richtigkeit. Ja? Also ich möchte auch nicht, dass Autos draußen unterwegs sind, wo irgendwelche wilden Sachen passieren und die Fahrzeuge am Ende des Tages auch nicht sicher sind. Stimmt's? Na klar, immer. Also das zu dem Thema. Dann springen wir direkt in die nächsten Kommentare, nämlich die Kommentare, die zu diesem Kollegen hier dazu gehören. Gut, also RDXZ7OU schreibt, mit welchen Kosten auch für einen Kunden heruntergebrochen und welchen Stückzahlen kalkuliert ihr hier? Das ist tatsächlich total interessant und da waren mehrere Kommentare da, wie wir bei dem Thema kalkulieren. Man muss ganz klar sagen, wir können Stand jetzt noch gar nicht kalkulieren, weil das Projekt ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, wir befinden uns ja jetzt mitten im Projekt. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, was für Kosten kommen tatsächlich auf uns zu. Also klar, was wir wissen, ist logisch, was uns das Thema mit dem Motor kostet, was uns das Turboladerzeug kostet, was uns die Baugruppen von HG Motorsport kosten und. Das wissen wir alles, ne? Aber wir wissen natürlich nicht, wie sieht es jetzt aus? Kommen wir beim ersten Lauf durch das Abgaslabor? Kommen wir, sagen wir mal, hart gesprochen,
durch das Karosseriefestigkeitsgutachten. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es nämlich ein spannendes Thema. Schweißen wir oder werden wir die Karosserie instand setzen müssen oder braucht es dann ein komplett neues Auto, wo man dann wahrscheinlich auch überlegen müsste, stirbt das ganze Projekt? Also ihr merkt schon, da ist unheimlich viel, ich hatte es ja gesagt in dem Video, unheimlich viel Potenzial zum Scheitern drin. Und das heißt, das macht es natürlich extrem schwierig, das ganze Thema zum aktuellen Zeitpunkt zu kalkulieren. Jetzt haben wir erstmal unsere knapp 82 netto angesetzt. Da sind ja aber noch nicht mal Hotelkosten dabei von uns, von dem Mechaniker, der in dem Falle dann noch mit auf der Nordschleife ist, wenn an dem Auto irgendwas sein sollte. Das sind wirklich nur rein die Kosten, die beim TÜV auflaufen für Abgaslabor und für Karosseriefestigkeitsgutachten. Also das ist schon knackig. Ich denke aber, das geht zu kalkulieren, wenn wir durchlaufen. Vorher ist es einfach schier unmöglich, denke ich, könnt ihr verstehen. Aber sobald es dort einen Ansatz gibt und wir wissen, wie das Thema durchläuft, werdet ihr es erfahren. Das ist logisch, na klar. Ne? Gut, wir gehen weiter. User KV2XG irgendwas schreibt, nein, einfach nur nein. Es gibt nur einen echten Tuner für den Golf R und das ist HGB. Okay. Also krass halt, dass wir es trotzdem machen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ne? Ich will dir es trotzdem noch mal zeigen. So, hier ist der Motor. Ja, das ist auch das Auto. Also, auch wenn es für dich nur diesen einen Tuner gibt, das ist absolut okay. Das ist, ja, bin ich absolut cool damit. Aber ich denke, sagen zu können, dass gerade wir und jeder, der unseren Kanal verfolgt, der weiß, dass wir eigentlich die letzten knapp 7 Jahre, die es die Motormafia jetzt hier gibt, vom ersten Tag an TSI, TFSI Technik betreuen, dass wir da sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit die letzten Jahre betrieben haben, mit HG Motorsport zusammen, mit dem Thomas von TD Performance zusammen, was auch das Software-Thema anbetrifft. Und klar, HGP ist bekannt. Es ist natürlich für mich auch eine große Ehre, muss man ja dazu auch sagen, wenn ihr jetzt an der Stelle dasteht und sagt, hey, ziehen wir mal einen Vergleich. Ne? Also danke an der Stelle. Ganz, ganz liebe Grüße gehen übrigens raus an die Kollegen von HGP, die natürlich im Umkehrschluss, muss man auch sagen, natürlich auch einen super Job machen. Aber mir ist grundsätzlich nicht bekannt, dass jemand eine Leistungsstufe in diesem Format zur Eintragung gebracht hat. Und da muss man eben auch ganz klar sagen, wenn wir die Eier haben und so ein Thema angehen, scheint wir ja so schlecht nicht zu sein. Würde ich mal so stehen lassen. Andreas Herrmann 4692 schreibt, fänd noch spannend zu wissen, was am DSG-Kupplungspaket passiert und was die HD-Pumpe zu 600 PS meint. Ansonsten viel Erfolg und schönes Projekt. Das ist eine total interessante Frage. Also ich kann dir sagen, unser DQ381 liegt hier und unser DQ381 bleibt tatsächlich zu Entwicklungszwecken, ganz, ganz wichtig, jetzt erstmal Serie. Das heißt, wir versuchen mit dem Seriengetriebe die 600 PS jetzt anzusetzen. Wir werden mit dem Seriengetriebe auf die Nordschleife gehen. Hat zweierlei Hintergründe. Also zum einen wollen wir natürlich wissen, wie dauerfest ist das Thema. Ja, also wir müssen natürlich auch in einer gewissen Art und Weise verschiedene Tests fahren, um zu wissen, welches Produkt geben wir dann wie an den Kunden raus. Also ihr merkt schon, ihr seid hier in diesem Entwicklungsprozess, wie das abläuft, was da alles passiert, ihr seid da voll mit dabei. Was es dann braucht, ob es dann noch eine Upgrade-Kupplung perspektivisch braucht, das müssen wir sehen. Stand jetzt ist es aktuell so, dass wir schon 535 PS mit einem kleineren Lader auf den Motoren gefahren haben, mit Originalgetriebe und das problemlos funktioniert hat. Hat natürlich aber auch nochmal einen großen Vorteil. Wir haben beim Golf 8R tatsächlich nämlich nochmal einen zusätzlichen Kühler für unser DSG-Öl. Also interessantes Thema, wir werden euch dort auf jeden Fall mitnehmen, wir werden euch dort mit auf dem Laufenden halten. Und Hochdruckpumpe, hier oben sitzt sie, ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Wer unser Video gesehen hat zu Vergleich Gen 3 zu Gen 4, der hat dort in dem Video feststellen dürfen, dass die Hochdruckpumpen von der Bauform, auch optisch, unterschiedlich sind. Also die Gen 3 Pumpe ist bedeutend größer als die Gen 4 Pumpe. Jedoch muss man aber sagen, Gen 4 macht trotz alledem knapp 300 Bar. Also wir sind natürlich von unserem Kraftstoffdruck, von unserem Reeldruck nochmal über den Hersteller logischerweise nochmal extrem nach oben gegangen. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Wir sind guter Dinge, dass wir mit der originalen Hochdruckpumpe an unsere angestrebte Leistung kommen. Sollten wir es nicht schaffen, müssen wir Alternativen suchen. Und ja, auch das, also nur mal für euch fürs Gefühl. Ne? Heute ist der 20. Februar. Wir haben exakt in einem Monat Termin Abgaslabor. Also das heißt, wir haben im Umkehrschluss natürlich einen massivsten Druck, was das Projekt anbetrifft. Wir haben in exakt einem Monat Abgaslabor. Der Motor steht immer noch original montiert hier. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass neben dem alltäglichen Arbeiten der Druck jetzt für dieses Projekt extrem hoch ist. Unwissentlich, ob wir die 600 PS überhaupt schaffen. Wir wissen, nee, schafft's der Lader. Wir wissen noch, nee, schafft's der Ladeluftkühler. Wir wissen, 540 PS
gehen mit den Komponenten. Das haben wir schon probiert, das wissen wir. Es ist jetzt aber nochmal ein geänderter Lader. Diesen Lader wird es nur für die Motormafia, für HG Motorsport und TD Performance geben. Das heißt, dieser Lader ist ausschließlich für unser R600 Projekt konzipiert und gebaut. Den wird es für niemand anderen zu kaufen geben. Das vielleicht einfach nur mal so am Rande. Also kurzum, wir wissen nie, ob wir mit der Kraftstoffpumpe hinkommen. Wir gehen jetzt erstmal davon aus. Und ja, also es wird auf jeden Fall massiv spannend für euch die nächsten Wochen. Das kann ich schon mal sagen. Valentin Hösel 9700 schreibt, viel Glück und Erfolg wünsche ich euch. Was passiert, wenn er im Abgaslabor durchfallen würde? Fangen dann die Gebühren immer wieder neu an? Drückt die Daumen, dass ihr sofort durchkommt. Mega interessante Frage und um es kurz und knackig zu beantworten, ja. Einmal Abgaslabor kostet einen fünfstelligen Betrag. Abgaslabor nicht bestanden heißt, darfst die Runde nochmal komplett neu laufen. Da gibt es auch keine Kompromisse, da gibt es auch keinen Boni oder irgendwas anderes, weil du im Monat fünfmal kommst. Durchgefallen ist durchgefallen und wird von vornherein wieder neu bezahlt. That's it. Also ihr seht schon, diese Kosten für das Thema TÜV auf dem Fahrzeug mit einer Leistungssteigerung zu bringen, unheimlich hoch. Unheimlich hoch, ja. Ingo Schulze 4121 schreibt, meinen größten Respekt, wie ist das mit dem Festigkeitsgutachten? Wird dann nur in Anführungsstrichen bis zu den 600 PS geschrieben oder könnte man darauf auch nochmal aufbauen? Nee, es wird das geschrieben, was wir jetzt an Leistung drauf machen. Das Auto kriegt eine Leistung, mit der Leistung wird es jetzt im Abgaslabor gemessen und mit dieser Leistung und diesem Fahrzeugkonzept muss es dann auf die Nordschleife, dort wird nochmal Leistung gemessen, ne, und quasi geprüft, ist der gleiche Datensatz drauf, haben wir die und die Leistung, kann natürlich tagesformabhängig, plus 5 Grad, plus 35 Grad, könnt ihr euch vorstellen, abweichen. Dann wird mit dieser Leistung gemessen und mit dieser Leistung, die an dem Tag auf der Nordschleife, die dort auf dem Messgerät angezeigt wird, für diese Leistung wird die Festigkeit Karosserie geprüft. So, aber dazu kommt noch mal ein gesondertes Video, weil da gibt es verschiedene Verfahren, wie man die Festigkeit einer Karosserie prüfen kann. So, aber dazu gesondertes Video auf jeden Fall, weil das wird, glaube ich, ein bisschen umfangreicher. Und dann werden wir auch noch mal sicherlich einen bekannten Kollegen aus Film und Fernsehen oder beziehungsweise aus den einschlägigen YouTube-Kanälen vom TÜV Süd werden wir dort noch mal hinzuziehen, der dort einfach noch mal Rede und Antwort stehen kann, was für euch auf jeden Fall auch mega interessant wird. Das kann ich schon mal so sagen. KRBX187 schreibt, 0 bis 200 in unter 10 Sekunden, um HGP zu unterbieten. Also Leute, noch mal ganz, ganz wichtig, hier geht es uns nicht darum, irgendjemanden zu unterbieten, sondern uns geht es darum, für euch ein tolles, natürlich auch für uns betriebswirtschaftlich, das muss man auch klar sagen, da machen wir kein Geheimnis draus, ne? Ein schönes Projekt hinzustellen. Und was da andere machen, ist mir, ich sage es ganz offen und ehrlich, ist mir Bums. Das interessiert mich gar nicht. Das ist unser Baby, das wollen wir machen. Wir haben uns in diesem Konstrukt mit dem Timo von HG und Thomas zusammengefunden und wir ziehen das Ding auch durch, insofern Gott das will. Und ja, was da andere machen, ich muss euch auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was die Jungs von HGP, was die zur Eintragung gebracht haben, was die vorbereitet haben. Die sind auf jeden Fall fit, die haben auf jeden Fall Ahnung, sonst wären sie heute nicht dort, wo sie sind. Aber ja, ob wir jetzt schneller sind oder nee. Es geht darum, für euch ein geiles Produkt hinzustellen, was ihr nutzen könnt, wo ihr Spaß habt und das legal auf der Straße. Weil ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo es dort nicht mehr vorbeigeht dran. So hart das klingt. Marco Schmidt 2220 schreibt, hallo ihr Mafianer, Hut ab, bin echt auf die Videos gespannt. Meine Frage, bezieht sich das alles dann nur auf den Golf oder auch auf andere Fahrzeuge mit diesem Motor? Siehe Cupra und so weiter. Gruß Marco. Nein, es bezieht sich ausschließlich auf den Golf, denn wir fahren ja nur mit dem Golf das Abgasgutachten und nur mit dem Golf das Karosseriefestigkeitsgutachten. Wenn wir das für einen Cupra wollten, müssten wir genau den gleichen Prozess mit dem Cupra auch durchlaufen. Das heißt, für den Cupra dann nochmal 82 oder mehr, für ein T-Roc, für ein T-Cross oder wo auch immer der Motor überall eingebaut ist. Also wir müssten jedes Fahrzeug einzeln und extra prüfen. Denn es hat ja jeder oder jedes Fahrzeug gerade im Abgaslabor über einen WLTP-Test zum Beispiel einen anderen CW-Wert, andere Abgaswerte, die es einhalten muss. Das heißt, es muss alles gesondert geprüft werden. Das heißt, wir haben uns auf das Thema Golf 8R beschränkt, vorerst. Wir müssen natürlich auch schauen, wie wird es angenommen. Wenn das natürlich dann im Nachgang komplett explodiert und ihr uns dreien hier die Bude einrennt, ne, dann muss man natürlich gucken, ob man sagt, hey, pass mal auf, das Potenzial für einen Cupra oder für einen Formentor zum Beispiel ist da, sollten wir mit angehen. Das wird die Zeit zeigen. Aber Stand jetzt ist es so, dass wir erstmal nur
das Thema Golf8R angehen. Ich würde sagen, mega krass. Ich muss mich an dieser Stelle bedanken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viel positives Feedback zu dem Projekt kommt. Ich bin davon ausgegangen, muss ich ehrlich gestehen, dass viel, viel mehr das Thema verachten und es als negativ betrachten. Aber es ist echt Wahnsinn, wie viele konstruktiv auch geschrieben haben, hey, pass mal auf, ich bin gar kein Golf-Fan. Aber das, was ihr hier macht, finde ich total geil und ich freue mich auf diese Videoreihe. Also das hat mich unheimlich, muss ich sagen, unheimlich berührt, unheimlich angefasst. Das zeigt mir auch, dass das der richtige Weg ist. Und wir haben auf Grundlage der Kommentare in dem Video tatsächlich auch gestern nochmal unser Videokonzept zu der Golfreihe komplett über den Haufen geworfen und haben für uns gestern festgelegt, dass wir die Kamera jetzt, wir versuchen es zumindest, zu 100% durchlaufen zu lassen. Das heißt, diese Videos für euch werden mit einem wilden Start beginnen, mit einem wilden Ende beginnen. Aber wir wollen euch nichts vorenthalten. Wir wollen euch jetzt in diesen Struggle-Termindruck, einen Monat bis zum Abgaslabor, wollen wir euch komplett mitnehmen. Denn wenn ich jetzt fertig bin hier mit Drehen, trinke ich noch einen Kaffee und dann geht es nämlich direkt weiter mit Motor zerlegen und meinem Giuliano zusammen die nächste Reise abdrehen. Und das wird auf jeden Fall spannend. Wir wollen euch da mitnehmen und ja, mich macht es glücklich, dass ihr das so dankbar annehmt. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, Ching Ciao, bis zu den nächsten Videos. Macht's schön, gut, schöne Woche euch. Ciao, ciao.